Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den vierten Boss aus dem Schlangenschrein an, Tiefenlord Karathras. Der Boss begegnet euch mit seinen drei Ads, Tidalves, einem Schamanen, Sharkis, einem Jäger, sowie Charybdis, einer Priesterin. Starten wir wie immer zuerst mit der Kernmechanik des Kampfes und schauen uns den kompletten Bossfight oberflächlich an. Der Kampf ähnelt dem Encounter gegen Hochkönig Molgar aus Gruuls Unterschlupf. Wir töten auch hier zuerst die Ads und am Schluss geht es dem Boss ans Eingemachte. Der Unterschied ist, dass nach jedem Ableben der Minibosse Karathras eine Fähigkeit von diesen übernimmt. Warum töten wir diese dann zuerst? Wenn Karathras unter 75% Leben fällt und nur eines der Ads noch lebt, geht er in eine Art Enrage. Somit müssen wir die Ads zuerst töten. Vorweg sei noch gesagt, dass es diverse Taktiken und Killreihenfolgen für Karathras gibt. Wir orientieren uns hier bei diesem Guide an der meistgespielten auf dem öffentlichen Testserver. Die Ads werden jeweils in zwei Ecken gezogen. Der Boss bleibt erstmal dastehen, wo er ist. Die Priesterin alleine hinter ins Eck, damit ihre Fähigkeiten nicht den Raid treffen können. Dort sollte im Normalfall ein Tank, ein Heiler sowie ein Shami zum Kicken ausreichen. Der Schamane deshalb, da sie in regelmäßigen Abständen Milis einfriert. Einen Warlock zudem immer wieder Fluch der Sprachen erneuern lassen. Passt die Spieler aber an, sollte es bei der Priesterin Probleme geben. Die anderen beiden auf die andere Seite. Nun stirbt zuerst der Schamane, dann der Jäger, die Priesterin und anschließend Karathras. Schauen wir uns das Ganze aber im Schnelldurchlauf mal an. Der Schamane schlägt ordentlich zu, hier müssen die Heiler aufpassen. Außerdem spawnt er Totems und macht einen Frostschock. Das Wichtigste ist, dass sich hier die feuerspuckenden Totems tötet. Dafür sollte sich jeder ein Makro einrichten, damit man diese so schnell es geht ins Ziel bekommt. Das Erdbindungstotem sowie das Giftreinigungstotem kann man einfach ignorieren. Wenn der Schamane umfällt, geht es direkt weiter mit dem Jäger. Der Tank von Karathras zieht diesen nun auf dieselbe Stelle, wo auch der Schamane gestorben ist. Nach dem Ableben des Schamanen bekommt dieser nämlich das feuerspuckende Totem, was weiterhin sofort vernichtet werden muss. Jetzt geht es weiter auf den Jäger. Dieser spawnt eins von zwei Ads. Der Tiefensegler wird einfach oft getankt und mit umgeklieft. Wenn es jedoch der Tiefenlauerer ist, sollte dieser nicht in Raidnähe sterben, da er eine Sporenexplosion hinterlässt. Zudem macht er einen Multishot sowie einen Mana-Entzugspfall, welche aber beide nicht verhindert werden können. Als letzte Fähigkeit hat er wildes Herz, dadurch wird er groß und rot und er sowie sein Pet machen deutlich mehr Schaden. Sobald der Jäger stirbt, bekommt Karathras die Fähigkeit wildes Herz. Nachdem ihr anschließend noch das Pet getötet habt, schiebt der komplette Raid an das andere Ende des Raumes zur Priesterin. Lasst unbedingt eine Handvoll Nahkämpfer bzw. Hunter beim Boss, um das Feuertotem zu zerstören. Diese sind bei dem kompletten Bosskampf das A und O. Wenn der Raid bei der Priesterin angekommen ist, solltet ihr unbedingt aus dem Wirbelsturm gehen und weiterhin die Heilung unterbrechen. Die Wasserschusssalve macht zudem AOE-Schaden auf jeden nahen Spieler, sowie ihre Gezeitenwoge, die Nahkämpfer für 3 Sekunden einfriert. Stirbt die Priesterin, bekommt Karathras die letzte genannte Fähigkeit und kann somit die Milis einfrieren. Jetzt geht's ab zum Boss. Weiterhin ist das erste Ziel immer das Feuertotem. Außerdem schießt er seit Beginn an mit katastrophalen Blitzen um sich, die 50% des maximalen Lebens seines Ziels abziehen und dieses ebenfalls noch stunt. Ihr solltet für jeden Boss einen Tank abstellen. In späteren Phasen werden sicherlich die ersten beiden Ads gekleeft. Am Anfang sollte allerdings jeder Boss einen festen, eingeteilten Tank haben. Wenn ihr euch es aussuchen könnt, dann schickt auf Karathras einen Krieger zwecks den Death Cooldowns und auf den Jäger einen Paladin oder Druiden zwecks dem Pet. Die anderen beiden sind relativ egal. Hebt euch bei Karathras bzw. dem Jäger eure Death-CDs auf, sobald diese groß und rot werden, also will das Herz zünden. Merkt euch zudem, dass Karathras, sollten die Ads noch leben, nicht unter 75% fallen darf. Macht zur Not eure Midraider darauf aufmerksam, den Schaden einzustellen und sich nur noch auf die Feuertotems zu konzentrieren. Für Melees gilt, feuerspuckende Totems haben immer First Target. Benutzt demnach das gerade gezeigte Makro und haut das Ding um, sobald es erscheint. Beachtet die Killenreihenfolge und seid bei der Priesterin vorsichtig zwecks dem Wirbelwind und des AOE-Stunts. Kickt zudem den Heal, vor allem wenn ihr dafür eingeteilt seid. Benutzt als Schurke am besten das gedankenbenebelnde Gift. Auch für Rangers gilt, feuerspuckende Totems haben immer Prio Nummer 1. Vor allem für Jäger. Macht euch demnach ein Makro, welches ihr auch schon im Hintergrund sehen könnt. Merkt euch zudem unbedingt die Killenreihenfolge und bewegt euch bei der Priesterin aus dem Wirbelwind heraus. Hexer denken bitte ebenfalls bei der Priesterin an ihren Fluch der Sprache. Solltet ihr für das Zerstören des Feuertotems eingeteilt sein, dann schaut unbedingt, dass ihr den Boss nicht unter 75% bringt, sonst wird es ein Wipe. Als Hunter seid ihr hier für den Pull zuständig. Ihr schießt eurem eingeteilten Tank das zugewiesene Add auf. Das ist hierbei schon mal die halbe Miete. Als Heiler habt ihr hier massig zu tun. Jeder Tank bekommt erstmal einen festen Heiler eingeteilt.
Die Heiler, welche frei werden, da deren Tank kein Ad mehr hat, kümmern sich sofort mit um den Raid bzw. um die anderen Tanks. Hier ist die Einteilung das A und O. Solltet ihr den Karathras oder Jägertank heilen, macht euch bewusst, dass sobald der jeweilige Boss groß und rot wird, eure Tanks deutlich mehr Schaden reinbekommen. Haltet zudem als Raid-Heiler alle Spieler über 50% Leben, da sonst der katastrophale Blitz die Leute one-hitten kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gern direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. In diesem Sinne, viel Spaß im Schlangenschreien und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.